Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch zwei interessante Nominale der österreichischen Geschichte vorstellen, die aus der Not der Napoleonischen Kriege 1795 bis 1809 geprägt wurden. Die 12 Kreuzer 1795 und die 7 Kreuzer 1802. Die 12 Kreuzer 1795 wurden ab 1795 bis 1800 mit dem gleichen Prägedatum geprägt, wobei die Prägezeit bis 1800 durchgehend vermutet wird, aber nicht sicher belegt ist. Die 12 Kreuzer 1795 wurden in der Münzstätte Wien mit dem Prägezeichen A, mit dem Münzzeichen B in Kremnitz in Ungarn, in Prag Prägezeichen C, in Karlsburg Prägezeichen E, in Hall Münzzeichen F und in Nagyapanya in Ungarn mit dem Münzzeichen G geprägt. In Kremnitz wurden von diesem Typ 85.036.000 Exemplare und in Hall 10.340.000 Exemplare geprägt. Von den anderen vier Münzstätten sind jetzt keine Prägezahlen bekannt. Die 12 Kreuzer, geprägt unter Kaiser Franz II., haben einen Durchmesser von 25 mm, eine Materialstärke von 1,1 mm und ein Raugewicht von 4,68 Gramm. Diese Münzen haben als Billionmünzen einen Silberfeingehalt von nur 250. Damit liegt das Silberfeingewicht dieser Münzen bei 1,17 Gramm Silber. Die Katalogbewertungen liegen bei den Prägungen von Wien, Kremnitz und Prag in der Erhaltung sehr schön, im Durchschnitt um 35 bis 40 Euro. Während die Münzen der Prägestätten Karlsburg, Hall und Nagyapanya bei 50 Euro aufwärts liegen, wobei diese drei Münzstätten gefühlt im Handel seltener zu finden sind. Die Prägestätte Karlsburg wird wie so oft meist um einiges höher zum Kauf angeboten. Auf dem Avers ist zentral der gekrönte nimbierte Doppeladler mit Brustschild mit dem Wappen von Habsburg-Lothringen zu sehen, mit Reichsapfel, Schwert und Zepter in den Fängen. Die Umschrift lautet Kaiserliche Königliche Scheidemünze. Auf dem Rand findet man, falls man ein sehr gut erhaltenes Stück sein eigen nennt, eine umlaufende Kettenverzierung, teilweise mit einem Mittelgrat. Die Münze zeigt auf ihren Revers in drei Zeilen das Zahlzeichen, das Nominal und das Prägejahr. Darunter das Münzzeichen über einem gekreuzten Lorbeerzweig und einem Palmenzweig. Interessant ist auch die Schreibweise Kreuzer mit Ü-Punkten, damals der Standard. Bei meiner Münze aus der Prägestätte Nagyapanya fehlt diese Besonderheit. Wahrscheinlich hatten sich die kleinen Vertiefungen in dem Stempel zugesetzt oder diese wurden bei der Herstellung des Prägestempels schlicht und einfach vergessen. Die Gebietsverluste, die Österreich während der laufenden Kämpfe gegen Napoleon hinnehmen musste, verursachten erhebliche Ausfälle bei der Einnahme von Steuern, die sich zusammen mit den hohen Kriegskosten negativ auf den Staatshaushalt auswirkten. Mit den Erlässen in den Jahren 1795, 1800 und 1801, in denen man mit der Ausgabe von neuen Scheidemünzen versuchte, die Finanzen zu stabilisieren, wurden die Emissionen der erbländischen Scheidemünzen in Billon eingeführt, um gegen das Horten von Silbermünzen und dem Abfluss hochwertiger Münzen ins Ausland gegenzusteuern. Der Begriff Erblande umfasste im Wesentlichen die österreichischen Gebiete, zuzüglich dem Königreich Böhmen. Er schließt zumindest formal nicht das Königreich Ungarn mit ein, obwohl das Herrscherhaus im Sinne der pragmatischen Sanktion das dortige Wahlkönigtum auf ein erbliches Königtum umändern wollte. Die Ausprägung dieser Scheidemünze erfolgte mit einem Erlass vom 20.04.1795, in dem die Ausprägung von 6 und 12 Kreuzermünzen angeordnet wurde und die mit der Legende Kaiserliche Königliche Scheidemünze zu kennzeichnen sind. Mit einem Hofdekret vom 26. November 1800 wurde diese Ausgabe noch um ein weiteres Nominal einer 24-Kreuzer-Münze ergänzt.
Die Münzbilder sind bei den Pylonstücken beinahe einheitlich. Auf der Vorderseite der nimbierte und gekrönte Doppeladler, die Rückseite zeigt im Wesentlichen nur das Zahlzeichen und die Nominalbezeichnung. Die kleineren Kupferstücke präsentieren sich auch als Serie. Auf der Vorderseite das Rechtsporträt des Kaisers und die Legende und auf der Rückseite die Wertzahl auf der Brust des Doppeladlers. Letzterer entfällt bei den Viertelkreuzern. Alle Münzen der Gruppe zeigen einen Kettenrand, der auch mit einem Mittelgrat ausgeführt worden sein konnte. Die gemäß den Erlässen vom 20. April 1795 und am 26. November 1800 eingeführten Pylonstücke haben eine deutschsprachige Legende, ebenso die sechs Kreuze aus 1800 und 1803. Bei jenen Münzen, die mit dem Erlass vom 15. August 1801 eingeführt wurden, hatte man die Legende weiterhin in lateinischer Sprache ausgeführt. Ende 1801 wurden die eben erst im Vorjahr 1800 eingeführten 24 Kreuzer und die 6 Kreuzer mit einer Resolution vom 15. August 1801 außer Kurs gesetzt. Im Jahr 1802 wurden dann die 12 Kreuzer außer Kurs gesetzt, der mit einem 7 Kreuzerstück im selben Jahr ersetzt wird. Die 7 Kreuze ersetzte die 12 Kreuzer regelrecht im Sinne des Wortes, wurden doch die eingezogenen 12 Kreuzermünzen unverändert zur Prägung der 7 Kreuzer verwendet. Daher gibt es viele 7 Kreuzer 1802, bei denen die Vorgängermünze noch deutlich zu erkennen ist. Die 7 Kreuzer wurden per Dekret vom 1. April 1802 in sämtlichen deutschen, galizischen und ungarischen Erblanden in Kurs gesetzt und die nächsten Jahre unverändert mit der Jahreszahl 1802 geprägt. Im Jahre 1807 wurde der Wert der Münze auf 6 Kreuzer reduziert und 1809 wurden die 7er außer Kurs gesetzt. Das Bild zeigt eine Zusammenfassung der Salzburger Nachrichten vom 19. September 1795. Diesen Zeitungsbericht unter dem Titel »Kaiserlich-königliche Scheidemünzen« veröffentlichte Heinrich Josef Le Prieur, General und kurfürstlicher Spezialmünzwartein des Bayerischen Kreises, in München am 31. August 1795 mit einer Warnung der Bürger vor der Annahme der österreichischen Münzen in Bayern. Das Patriotische Tagblatt brachte am 22. Dezember 1800 unter dem Titel »Geldgeschäfte in Wien« folgenden Bericht. »Nichts ist jetzt in Wien seltener als klingende Münze. Außer den Zwölfern und dem Kupfergeld kursiert beinahe nichts im Handel und Wandel als Bankozettel zu 1, 2, 5, 10 und mehreren Gulden. Das Silber und Gold wird von Juden und Christen mit beträchtlichen Agio sorgfältig ausgewechselt. Alle Taler, Halbe und Vierteltaler, alle Dukaten und Goldmünzen, selbst die Stücke zu 17 und 7 Kreuzer scheinen ganz verschwunden zu sein. Die Taler wandern meist nach der Türkei. Die übrigen Sorten gehen gleichfalls nach verschiedenen Seiten aus dem Lande oder werden von kargen Filzen oder ängstlichen Grüblern in den Kisten verschlossen gehalten und deren Umlauf entzogen. So fand man kürzlich bei einem verstorbenen Privatmann, der ein Vermögen von 1 Million und ungefähr 160.000 Gulden hinterließ, in dessen Verlassenschaft die Summe von 82.000 Gulden in Gold- und Silbermünzen. Das folgende Bild zeigt die Bekanntmachung vom März 1801 mit der Ankündigung, dass die 6 und 12 Kreuzermünzen außer Kurs gesetzt werden. Die 7 Kreuzer 1802 wurden teilweise auf den zuvor außer Kurs gesetzten 12 Kreuzern geprägt, haben mit einem Durchmesser von 26 mm, einem Raugewicht von 4,68 Gramm und einem Feingehalt von 250 Silber, logischerweise die gleichen technischen Münzdaten wie die 12er. Die 7er wurden in den gleichen 6 Münzstädten Wien, Kremnitz, Prag, Halle,
Karlsburg und Agia Banja wie die 12 Kreuzer geprägt. Von den 7 Kreuzern sind nur die Prägezahlen von Kremnitz mit 102.034.000 Exemplaren bekannt. Das Bild zeigt eine Zeitungsmeldung vom 15. März 1802 über die Einführung der 7 Kreuzermünzen. Auf dem Avers ist zentral der gekrönte nimbierte Doppleradler mit Brustschild mit dem Wappen von Habsburg-Lothringen mit Reichsapfel, Schwert und Zepter in den Fängen in einem aufgestellten Viereck zu sehen. Links und rechts vom Adler die geteilte römische Wertzahl 7. Die Umschrift lautet Franz II. Von Gottes Gnaden, römischer Kaiser, allzeit Mehrer des Reiches, deutscher, ungarischer, böhmischer König, Erzherzog von Österreich. Die Münze zeigt auf dem Revers das gleiche aufgestellte Viereck oder Quadrat, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgemessen, mit der Wertzahl 7. Darunter ein gekreuzter Lorbeerzweig und ein Palmenzweig. Darunter das Prägejahr und das jeweilige Münstettenzeichen. Die seitlichen Außenfelder des Vierecks sind dekoriert mit Rautenornamenten. Auf dem Rand eine umlaufende Kettenverzierung, seltener mit einem erhaltenen Mittelgrat. Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Zeitung Salzburger Nachrichten aus dem Jahr 1798 mit den durchschnittlichen Kosten der Bekleidung eines Bauernknechts und einer Bauerndirne. Die Katalogbewertungen starten bei dieser Münze in der Erhaltung sehr schön bei 35 bis 40 Euro, bei den Prägungen von Wien, Kremnitz und Prag. Auch bei dieser Münze werden die Prägungen von Karlsburg, Hall und Agia Banja höher bewertet, ab 60 bis 75 Euro in der Erhaltung sehr schön. Bei vielen 7 Kreuzern Exemplaren erkennt man die Prägespuren der Vorgängermünze. Dieses Technikum wird zwar in den Katalogen nicht gesondert bewertet, wird aber je nach Attraktivität und Sichtbarkeit der 12-Kreuzer-Prägung sicher einen Aufschlag erzielen.